Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 28. April. Heute haben wir dabei Jeff Bezos, Twitter, Apple, Twitch und Netgear Alo. Beginnen tun wir mit Jeff Bezos und der hat jetzt bekannt gegeben, wo überhaupt? Bei der Space Development Conference in Los Angeles. Dort hat er jetzt nur bekannt gegeben, was für Pläne er mit dem Mond hat. Denn nicht nur Elon Musk, sondern auch Jeff Bezos ist ja sehr aktiv in Sachen Space mit seiner Firma Blue Origin. Und er plant auf dem Mond Sachen herstellen zu lassen. Im Endeffekt die Erde zu entlasten, Sachen auf dem Mond, also sprich Fabriken auf dem Mond zu bauen und dort zu produzieren. Und er denkt, er redet da von Dekaden oder maximal 100 Jahren. Und tja, was soll man dazu sagen? Das ist erstmal ein strammes Programm, was er da vorhat oder visioniert. Schauen wir mal, wie schnell er da rankommt und ob nicht der Kollege Musk vielleicht schneller bei irgendwelchen Sachen ist. Nächstes Thema, Twitter. Twitter hat jetzt angekündigt, dass sie im Rahmen der anstehenden Wahlen, also nicht die großen Wahlen in Amerika, sondern eher die kleinen, es gibt ja die diversen Bundesländer oder Staaten in den Amerika und dort stehen auch wieder Wahlen an, dass man im Rahmen dessen, weil ja auch viele politische Diskussionen auf Twitter stattfindet, die Accounts von offiziellen Kandidaten entsprechend mit einem Label versehen wird. Sprich, die haben zwar immer noch eventuell auch den blauen Badge, der einen verifizierten Account anzeigt, aber zusätzlich gibt es das Label beispielsweise Gouverneurkandidat für Kalifornien und das wird eingeblendet im Profil, aber auch in den Tweets selber. Eine gute Sache, hilft auch der Transparenz und das Ganze wird jetzt schon Ende Mai, am 30. Mai, ausgerollt in Amerika. Und wenn wir schon beim Thema Transparenz sind, Apple hat zweimal im Jahr ihren Transparenzreport, den sie veröffentlichen, wo sie einfach zeigen wollen, was passiert Daten und Anfragen und demnächst auch mit Anfragen vom US-Government, denn die könnten oder tun anscheinend auch schon öfters mal Anfragen stellen, dass bestimmte Apps im App Store auch rausgenommen werden oder dass damit irgendwas geschehen soll. Und das will Apple jetzt auch transparent dokumentieren. Und der Report, der dann jetzt vom 1. Juli bis 31. Dezember das erste Mal praktisch diese Information mit aufnehmen würde, der wird dann Anfang 2019 veröffentlicht. Tja, das wird spannend zu sehen, was denn wirklich hier die US-Regierung da von Apple beispielsweise möchte. Denn da kann man schon einiges vermuten. Twitch, das Videonetzwerk für Gamer, das hat jetzt eine Kooperation angekündigt mit der BBC, indem sie ab dem 29. Mai täglich von Montag bis Freitag, also beginnen tun sie dann am Dienstag, entsprechend ab 20 Uhr, über 500 Episoden aus 55 Jahren Doctor Who auf der Streaming-Plattform entsprechend zeigen werden. Zusätzlich gibt es auch noch eine Kooperation mit anderen Creatoren der Plattform, die rund um Doctor Who etwas produzieren werden. Wer sich für Doctor Who interessiert und entsprechend für diese Aktion von Twitch, der kann sich den Link in unseren Shownotes angucken und findet dort mehr Details. Ansonsten einfach zu twitch.tv/twitchpräsenz gehen und da beginnt dann ab 20 Uhr morgen die Action. Letztes Thema für heute ist Netgear. Die haben ja ihre Sicherheitslösung Alo mit Kameras am Start. Ich selber bin Kunde. Und die haben jetzt Mails an die Kunden rausgeschickt, dass man doch ihr Passwort ändern sollte. Beziehungsweise nicht nur Mails, ich glaube, es gab sogar ein Pop-up in der App. Ja, so richtig haben sie nicht gesagt, was da passiert ist, also ob sie wirklich gehackt worden sind. Aber sie sagen wohl, dass da verdächtige Aktivitäten im Gange sind und entsprechend sollte man lieber auf Nummer sicher gehen und entsprechend das Passwort ändern. Also wenn ihr Alo
im Einsatz habt, dann tut das doch mal und wir halten Auge drauf, ob da noch mehr Informationen kommen, was da wirklich passiert ist. Tja, und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, schönen Arbeitstag, schönen Schultag, was auch immer ihr am Start habt. Und ich hoffe, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.